Ihr Lieben, vor kurzem habe ich ausgemistet und mir ist mein altes Physikheft in die Hände gefallen. Und da ist eine Formel drin, die heißt W gleich F mal S. Arbeit ist gleich Kraft mal Strecke. Und manchmal weiß man ja erst am Ende eines Weges, wie viel Strecke man eigentlich gelaufen ist und wie viel Kraft es gekostet hat. Vor 5 Jahren nach der letzten Landtagswahl, da war die Situation eine andere, als sie heute ist. Wir hatten einen, vorsichtig formuliert, ehrlichen Aufarbeitungsprozess vor uns. Wir hatten eine kleinere Fraktion. Und zwischen dem letzten Parteitag nach einer Landtagswahl und zwischen diesem Parteitag nach einer Landtagswahl, da liegt vor allem eben genau das, Arbeit von Partei und Fraktion und von uns als Basis. Und dafür, das sei mir gestattet, gerade an den scheidenden Landesvorstand Mona und Felix insbesondere, von Herzen vielen Dank für eure Arbeit. Wir sind jetzt in einer neuen Rolle. In vielen Städten und Gemeinden sind wir aus der Perspektive der Bürgerinnen jetzt in allen Ebenen, Bund, Land und Kommune, in einer sogenannten Regierungsverantwortung. Und das heißt, dass an uns die Fragen der Zukunft anders gestellt werden und eine ganz andere Erwartungshaltung da ist in Form von Tiefe der Antwort und in Breite des Publikums. Und spätestens bei der Kommunalwahl müssen wir ganz klar die Fragen der Zukunft vor Ort beantworten. Wie sieht eigentlich die Stadt der Zukunft aus? Ja, die autogerechte Stadt hat Gott sei Dank aufgehört. Aber wie vereinen wir eigentlich den Anspruch auf Wohnen mit urbanem Leben wie Kneipen und Clubs? Wie vereinbaren wir Naherholung mit produzierendem Gewerbe für HandwerkerInnen und für Auszubildende? Und wie sieht der ländliche Raum der Zukunft aus? Wie erhalten wir Dorfgemeinschaften und die so wichtige Solidarität vor Ort bei einer zunehmenden Individualisierung von Gesellschaft? Und mein Rat an uns ist, lasst uns das in der Partei diskutieren. Die Partei ist der programmatische Maschinenraum. Aber lasst uns das nicht alleine diskutieren. Lasst uns das diskutieren mit den Leuten, die wählen gehen, aber auch nicht wählen gehen. Lasst uns mit den Leuten reden, die Grüne wählen, aber auch nicht Grüne wählen. Denn daraus entsteht unsere Kraft als Partei und daraus entsteht auch was für die Demokratie. Wir wollen mit den Menschen sprechen, die laut sind, aber auch die leise sind und vielleicht die oft gar nichts sagen. Vor allem mit den Menschen, die unterrepräsentiert sind. Noch immer sind im Jahr 2022 Menschen von Rassismus und Alltagsrassismus betroffen. Und ja, auch unter uns. Noch immer haben Menschen Schwierigkeiten, einen Mietvertrag zu bekommen, weil sie nicht Müller oder Schmitz heißen. Noch immer definieren manche Menschen und unterscheiden zwischen denen und wir. Und damit werden wir uns Nordrhein-Westfalen als Grüne niemals abfinden. In Nordrhein-Westfalen gibt es nur wir. Und lasst uns dabei Zeit zum Diskutieren nehmen. Als ich gestern in diesen Parteitag reinkam, habe ich die Nachricht bekommen auf dem Ticker, dass die CDU schon fertig ist. Und obwohl das ein langer Abend gestern war, ist es doch ein Zeichen unserer Partei, unserer Diskussionskultur, unserer Streitfähigkeit, dass wir uns diese Zeit zum Diskutieren nehmen. Und das werden wir uns auch in Regierungszeiten erhalten. Wir werden hier diskutieren und um die besten Ideen und Lösungen ringen. Auch in einer veränderten Rolle. Die Rolle ändert sich, aber nicht unsere Aufgabe. Nicht unsere große historische grüne Aufgabe. Und wie groß und notwendig das ist, das sehen wir immer noch im Rheinischen Revier. Da stehen wir nämlich buchstäblich vor einem Abgrund. Noch heute, also Sonntag nicht, aber Montag, graben sich häuserhohe Schaufeln durch die Erde und zerstören beim Fördern von Braunkohle nicht nur ganze Ökosysteme, sondern auch Orte. Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Holz. Wer diesen Ort auf einer Landkarte sucht, wird ihn nicht mehr finden. Der Bauernhof, auf dem ich als Kind noch rumgespielt habe, der ist abgerissen. Der Wasserturm, der ist gesprengt. Der kleine Hügel, der ist abgetragen.
Dieses Braunkohleloch hat ganze Familienbiografien verschlungen. Und wir haben jetzt die Chance, das zu beenden, denn mit diesem Koalitionsvertrag, mit dem Eintritt der Grünen in die Regierung, beginnt das endgültige Ende des Braunkohletagebauabbaus Nordrhein-Westfalen. Und ich sage, endlich. Und das ist nur möglich, weil wir den Schulterschluss mit Bewegungen gesucht haben. Die parlamentarische Demokratie ist eine der größten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Aber die parlamentarische Demokratie besteht auch aus dem Grundgesetz heraus, nicht nur aus dem Parlament, sondern eben auch aus Bewegungen, aus Versammlungen und aus Parteien. Und deswegen brauchen wir auch in Zukunft eine Bündnisfähigkeit als Partei. Ich möchte das Experiment wagen, eine Partei, die in der Regierung ist, trotzdem Bündnispartei zu sein. Dieses Experiment möchte ich mit euch gemeinsam gehen und darauf freue ich mich. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Tim Achtermeier, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe ein Drittel meines Lebens Kommunalpolitik gemacht in Bonn. Heute bewerbe ich mich bei euch um ein ganz besonderes Amt von diesem tollen Landesverband. Arbeit ist gleich Kraft mal Strecke. Die Arbeit, die wir vorhaben, ist immens. Die Kraft, die entwickeln wir nur gemeinsam. Und heute wählen wir 2 Jahre der Strecke. Und für diese 2 Jahre bewerbe ich mich als euer Landesvorsitzender. Und ich bitte um euer Vertrauen und eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Tim. Bei dir liegt auch eine Frage vor, die ich dir sofort stellen kann. Die Frage kommt von Joanna Delicaris aus Münster und sie lautet: Wie würdest du in Bezug auf die gestern diskutierte Satzungsänderung mit einem Interessenkonflikt zwischen Fraktion und Landesvorstand umgehen? Du hast 2 Minuten Zeit für die Beantwortung. Vielen Dank für die Frage. Ich finde die gestrige Satzungsänderung gut, weil sie klärt jetzt auch vieles. Ich finde, dass wir so viel vorhaben, dass wir natürlich unterschiedliche Rollen haben als Partei, als Fraktion, als Regierung. Aber wir kriegen diese Aufgaben nur gemeinsam hin. Und die Partei hat aus meiner Sicht 3 große Aufgaben. Das eine ist immer den Realitätscheck zu machen, innerhalb auch in die Gesellschaft reinzugehen und das zu klären. Passt das eigentlich noch, was wir da als Regierung machen? Sie hat die Aufgabe, über den Koalitionsvertrag zu wachen und zu gucken, machen die das nach dem Koalitionsvertrag? Das ist die Aufgabe der Partei. Und die 3. Aufgabe ist zu checken, passt das, was die Regierung, die Fraktion macht, programmatisch und passt das auch in der Hinsicht, was programmatisch noch kommen muss? Ich sag mal so, ich habe ja Sport und Kultur verhandelt, dann mache ich jetzt mal ein Bild aus der Kultur, die Jazzband. Ja, wir müssen aufeinander hören, aber es braucht auch Freiräume. Und aus dem Sport, wir kriegen das nur hin, wenn wir als Team spielen. Aber ich sage das auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein aus der Partei heraus. Die Aufgabe, der Platz der Partei in diesen Fragen, der ist nicht am Spielfeldrand, sondern der ist mitten auf dem Platz und zwar mit einer selbstbewussten Haltung. Und diese Haltung würde ich gerne auch vertreten.